Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Debatte hat mit wenigen Ausnahmen eindrücklich belegt, dass die Bedeutung der Jugendsozialarbeit an Schulen, die in den 80er Jahren mit vereinzelten Schulen begann, heute unumstritten ist. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Teile der Vorgängerregierungen haben das im Grunde nach erkannt, aber leider nicht gehandelt. Und deshalb müssen wir jetzt mal die Märchenstunde von gerade eben beenden und bei den Fakten bleiben. Erstens, das Land, die Vorgängerlandesregierung Baden-Württemberg, hat in den Jahren 1999 bis 2005 Schulsozialarbeit gefördert mit einem Gesamtvolumen von 7 Millionen Euro. Im Jahr 2005 die Förderung wieder eingestellt mit dem Argument, es handle sich um eine rein kommunale Aufgabe. Zweitens, die SPD und die Grünen haben in den Jahren ihrer Regierung seit 2011, also in jetzt bald 3 Jahren, insgesamt über 55 Millionen Euro für die Schulsozialarbeit bereitgestellt und damit nahezu ein flächendes Angebot an Schulsozialarbeit können wir jetzt vorhalten. Drittens, der Pakt, den die alte Landesregierung im Februar 2011 geschlossen hat, Herr Hausmann, und da wäre ich sehr zurückhaltend, hat ja offensichtlich nicht sehr lange gehalten, so wie manch anderes Geschäft, das die alte Landesregierung in der Zeit vom Dezember 2010 bis zum März 2011 geschlossen haben, übrig geblieben, scheint mir heute nicht mehr viel zu sein. Bereits im Zuge des Sonderausschusses, der sich befasst hat mit den Konsequenzen aus dem Amoklauf im Jahr 2009, gab es das Minderheitenvotum von SPD und Grünen, die eine Wiedereinführung, eine wiederfinanzielle Beteiligung des Landes an der Schulsozialarbeit gefordert hatten. Dies wurde von den damaligen Regierungskoalitionen hier auch im Zuge der Aufarbeitung des Amoklaufes auch abgelehnt. Wir haben nach dem Regierungswechsel die unverzügliche Landesförderung der Schulsozialarbeit auf den Weg gebracht mit der Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, mit dem Pakt mit den kommunalen Landesverbänden für Familien und Kinder, der ab dem Jahr 2012 bis zu 15 Millionen zur Mitfinanzierung der Jugendsozialarbeit zur Verfügung stellt und ab dem Jahr 2014 jährlich noch einmal 25 Millionen Euro mehr, weil wir wissen, dass Schulsozialarbeit ein Qualitätsmerkmal guter Schulkultur ist. Denn von 800 auf mehr als 1000 Stellen in 2 Jahren, das ist eine ordentliche Bilanz und sie verbessert, und das ist mir wichtig, für Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen für mehr Schulerfolg, vor allem aber auch für mehr Bildungsgerechtigkeit. Und damit sind wir angetreten und dieses verwirklichen wir auch. Entscheidend für uns ist, was insgesamt dabei herauskommt, also das, was unsere Investitionen bewirkt haben. Und das kann sich durchaus sehen lassen, denn wir haben mit dem Wiedereinstieg in die Landeskostenfinanzierung einen regelrechten Ansturm der Träger ausgelöst, einen flächenden Ausbau bewirkt, der nach nur 2 Jahren natürlich noch nicht abgeschlossen sein kann. Aber wir können heute sagen, dass in Baden-Württemberg 2600 Schulen Schulsozialarbeit bereits anbieten. Das bedeutet an jeder zweiten Schule. Und es bedeutet auch, Schulsozialarbeit wird flächendeckend in jedem Stadt- und Landkreis angeboten. Und gemäß unserem Grundsatz natürlich auch
dort, wo es am wichtigsten ist, nämlich bereits bei den Kleinen, am weitesten verbreitet ist die Schulsozialarbeit bei den Grundschulen, dann kommen die Werkrealschulen und die Hauptschulen, dann die Realschulen und dann, die Gymnasien. Und Schulsozialarbeit bedeutet für die Schulen keinen Prestigeverlust mehr, sondern das genaue Gegenteil. Schulsozialarbeit ist geworden zu einem Qualitätsmerkmal einer guten Schulkultur. Und ich denke, das ist nicht zuletzt auch mit Blick auf die Entwicklung hin zur Ganztagsschule eine ganz erfreuliche Tendenz. Und noch ein weiterer Punkt, Herr Kunzmann, wenn Sie sagen, die Schulsozialarbeit würde finanziert aus den Mitteln, die durch die Streichung des Landeserziehungsgeldes frei geworden sind, dann ist es schlicht die Unwahrheit. Sie wissen genau, dass wir mit den Mitteln aus den Geldern des ehemaligen Landeserziehungsgeld insbesondere arme Familien und von Armut bedrohte Familien und ihre Kinder fördern und dass wir das nicht genommen haben, um Schulsozialarbeit zu fördern, sondern da Schulsozialarbeit integraler Bestandteil unseres Paktes für Familien mit den Kommunen ist. Ebenso können Sie davon ausgehen, und jeder, der die Systematik der Sozialgesetzbücher kennt, wird es auch tun, dass wir nicht die Mittel des Bundes, die für die Eingliederungshilfe versprochen sind und zur Verfügung stehen, für andere Dinge nehmen können. Denn die Eingliederungshilfe ist seither eine Leistung aus dem Sozialgesetzbuch 12. Das wird sie auch in Zukunft sein. Und sie kommt vor allem den Menschen zugute, die aufgrund eines Handicaps oder anderen Schwierigkeiten nicht am Arbeitsleben teilhaben können. Und sie ist nicht gedacht, um sie für die Schulsozialarbeit einzusetzen. Was Sie aber vergessen haben, ist, dass die alte Bundesregierung mit den Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket einen guten Teil der Schulsozialarbeit bereit war mitzufinanzieren, allerdings begrenzt, nämlich nur bis zum Ende des Jahres 2014. Und wenn uns allen an der Schulsozialarbeit so viel gelegen ist, wie Sie vorher gesagt haben, und wir durch unsere finanziellen Möglichkeiten fördern, dann wäre es doch gut, wenn Sie dann auch in Richtung Ihrer Parteifreunde nach Berlin vermelden würden, dass in einem zukünftigen Bildungs- und Teilhabepaket auch weiterhin die Schulsozialarbeit enthalten sein muss, damit wir dann wirklich zu einem ganz flächendeckenden Ausbau kommen. Denn natürlich ist der Ausbau der Schulsozialarbeit nach 2 Jahren noch nicht abgeschlossen. Wir sind aber mit der Erhöhung des Haushaltsansatzes auf einem guten Weg zur Verdichtung eines bereits jetzt flächendeckenden Angebotes vorbereitet. Und ich bin mir sicher, dass uns dieses auch gelingen wird. Schulsozialarbeit ist Teil des Schulalltags, ist Teil von Bildung, ist aber auch Teil des kulturellen Lebens und des Zugangs, den Kinder, Schülerinnen und Schüler haben sollen. Und ich denke, sie ist damit ein Angebot, das einfach wichtig ist für Kinder und Schülerinnen und Schüler und das schlicht und ergreifend zum Schulalltag gehört. Vielen Dank. Hätten Sie noch eine Nachfrage der Kollegin Gürsch? Bitte schön. Gelassen. Frau Ministerin, Sie haben gerade zum Abschluss einen sehr interessanten Satz gesagt, dass Schulsozialarbeit auch Teil des kulturellen Lebens sei. Ich stelle mehr und mehr fest, in Ortschaften, vor allen Dingen im ländlichen Raum, dass Menschen im dritten Lebensabschnitt sagen, ich habe ein gutes Leben gehabt und ich möchte mich gerne einbringen. Als Jugendbegleiter ist es ja, denke ich, eine sehr erfolgreiche Geschichte. Wie sehen Sie da die Sozialarbeiter in der Rolle, das kulturelle Leben etwa auch einer Gemeinde mit reinzuholen?
Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete Gehirsch, mitnichten schließen sich Schulsozialarbeit und bürgerschaftliches Engagement von älteren Bürgerinnen und Bürgern aus, sondern sie können immer dort, wo dieses Engagement gewollt ist, wo es auch gefördert ist, wo Menschen bereit sind, sich einzubringen in ein kulturelles Leben, in einen Schulalltag, sich natürlicherweise ergänzen. Und ich denke, wir sind uns alle auch darüber im Klaren, dass bürgerschaftliches Engagement vor allem auch lebt und sich weiterentwickelt durch professionelle Anleitung, durch professionelle Begleitung. Und ich sehe hier eine Ergänzung von Schulsozialarbeit und bürgerschaftlichem Engagement und keinen Gegensatz.